Eva Braun war 13 Jahre lang an der Seite des Führers, hatte jedoch nie die öffentliche Präsenz, die Magda Goebbels hatte, die wahre, inoffizielle First Lady des Nationalsozialismus. Am 11. November 1901 in Berlin geboren, war Magda die uneheliche Tochter von Auguste Behrendt, einer Dienstmagd, und wahrscheinlich des Ingenieurs Oskar Ristier, der sie später heiratete, ohne dem Mädchen seinen Nachnamen zu geben. Nach ihrer Scheidung von Günther Quandt im Jahr 1929 begann Magda, den Nordischen Club zu frequentieren. Eine Institution, die 1909 gegründet wurde und die Überlegenheit der Nordischen verteidigte und zu dieser Zeit offen mit der nationalsozialistischen Ideologie sympathisierte. Ihre Verbindung zum Nationalsozialismus vertiefte sich wahrscheinlich, als sie zu einer Kundgebung von Goebbels in den Sportpalast ging. Kurz darauf trat sie der NSDAP bei. Aufgrund ihres sozialen Umfelds wurde sie gut aufgenommen und engagierte sich von Anfang an intensiv. 1930 wurde sie zur Sekretärin von Goebbels ernannt. Aus seinen Tagebüchern und den Zeugnissen Zeitgenossen geht hervor, dass sie sich beide auf den ersten Blick verliebten. Wenn Magdas Verehrung für Joseph Goebbels blind war, kannte ihr Enthusiasmus keine Grenzen, als sie Adolf Hitler kennenlernte. Beide würden eine tiefe Beziehung eingehen. Und Magda wurde Teil der kleinen, aber ausgewählten Gruppe weiblicher Freunde Hitlers. Über sie sagte der Führer: "Diese Frau könnte eine wichtige Rolle in meinem Leben spielen, auch wenn ich sie nicht heirate. Sie könnte das weibliche Gegenstück zu meinen männlichen Instinkten sein." Im Dezember 1931, weniger als anderthalb Jahre nach der Kundgebung im Sportpalast, gab Magda den Bitten ihres Nazi-Liebhabers nach und heiratete ihn. Die Hochzeit fand seltsamerweise auf einem Anwesen statt, das die Familie Quandt in Severin besaß. Aber die integrante, geschiedene Frau verfolgte nicht Goebbels, sondern Hitler, den sie bewunderte, fast bis zur Verrücktheit. Der Führer fungierte sogar als Trauzeuge des Bräutigams, als das Paar am 19. Dezember 1931 heiratete. Magda wurde in den inneren Kreis des Nazi-Führers aufgenommen. Und ihre Beziehung zu Hitler wurde zu einem platonischen Ergänzungsteil der Beziehung zu Goebbels. Die drei bildeten ein Trio, in dem Magda die Rolle der Muse des Führers und der Gefährtin seines Stellvertreters spielte. Nach ihrer Hochzeit zogen die Goebbels in eine exklusive Villa am Reichskanzlerplatz, die sich im Laufe der Zeit zum Zentrum der Feste und Abendgesellschaften des Berliner Bürgertums und zum operativen Kern des Führers des Dritten Reiches entwickeln würde. In den folgenden Jahren hatte das Paar 6 Kinder, die alle mit einem H begannen, als Initial des Namens ihres verehrten Führers: Helga, Hildegard, Helmut, Holdine, Hedwig und Heidrun. Magda war auch die erste Frau, die das Mutterkreuz erhielt. Eine Auszeichnung, die sie zum Vorbild für alle deutschen Mütter machte, die von da an ihrem Beispiel folgen sollten. Die private Beziehung zwischen Magda und Hitler ist ein Rätsel. Es gibt sogar Gerüchte, dass sie formelle Liebhaber waren. "Ich liebe auch meinen Mann, aber meine Liebe zu Hitler ist stärker. Für ihn wäre ich bereit, diese Welt zu verlassen", gestand sie Leni Riefenstahl einmal. Abgesehen von diesem Geständnis gegenüber der genialen Reichsfilmregisseurin gibt es keine Daten, die die Affäre unterstützen. Und wenn man sich vorstellt, wie groß der Einfluss und die Macht dieses Mannes waren, könnte jede Dame des Dritten Reiches seine Geliebte gewesen sein. In den Monaten vor der Machtergreifung verbrachte Hitler längere Zeit in Berlin. Seine Gastgeber waren natürlich die Goebbels, die die Türen ihres Hauses im privilegierten Viertel Reichskanzlerplatz weit öffneten. Die einstige Dame der bürgerlichen und dekadenten Gesellschaft hatte sich in eine exemplarische nationalsozialistische Hausfrau verwandelt. Sie bereitete täglich das Mittagessen für Hitler zu und ließ es ihm in einer Brotdose in das Hotel bringen, in dem der Kanzlerkandidat während jenes Jahres residierte. Abends traf sich die Parteiführung in der Villa von Goebbels. Die Galerie der Monster, die das Dritte Reich traurigerweise berüchtigt machen würde, ging durch dieses Haus. Hermann Göring, Ernst Röhm und der rücksichtslose Himmler, der sich damals noch mit dem Oberkommando der unbedeutenden SS begnügte, marschierten durch Magdas Salon und genossen ihre Gerichte und Aufmerksamkeiten. Magda kochte für alle und unterhielt sich mit jedem.
Die Abende am Reichskanzlerplatz dauerten bis in die frühen Morgenstunden. Die zukünftigen Herren Deutschlands schmiedeten Pläne und bereiteten sich auf das Ende der verwelkenden Weimarer Republik vor. Ihre Vorhersagen wurden viel früher als erwartet war. Am letzten Tag des Januars 1933 erhielt Hitler den Auftrag, eine Regierung zu bilden. Es war die formelle Einweihung des nationalsozialistischen Deutschlands. Das Ehepaar Goebbels war an vorderster Front, um die Früchte des Triumphs zu kosten. Er war seit den heroischen Zeiten ein Nazi, sie erst seit 3 Jahren. Beide waren die bevorzugten Sklaven des Führers. Josef träumte vom Ministerium für Bildung und Kultur, um seine propagandistischen Fantasien in die Praxis umzusetzen. Hitler gewährte ihm das nicht. Er gab ihm etwas Besseres. Ein maßgeschneidertes Bonbon für ihn. Das Ministerium für Information und Propaganda. Als Reichsminister zogen sie in ein Zuhause um, das ihrem persönlichen Ruhm gerecht wurde. In den Palast von Prinz Leopoldo. Im Sommer schenken ihnen die Behörden von Lanke am Bogensee ein weiteres prächtiges Anwesen im preußischen Stil. Magda ließ den Ort herrichten und machte ihn zu einem Komplex aus 5 Gebäuden, von denen eines 21 Zimmer mit Annehmlichkeiten wie Klimaanlage und elektrisch betriebenen Jalousien hatte. Etwas Ungewöhnliches für diese Zeit. Der Minister ließ sich ein privates Schloss bauen, in das nicht einmal seine Frau eintreten durfte. Er nutzte es als Büro, komplett in Rot gehalten und um gelegentliche Liebhaber zu empfangen. Die Extravaganzen von Goebbels waren keine Ausnahme. Aber nicht alles im Leben des berühmtesten Paares Deutschlands konnte perfekt sein. Einmal kam eine außereheliche Beziehung von Goebbels mit einer jungen tschechischen Schauspielerin im Alter von 22 Jahren ans Licht, was Magda, trotz einiger Liebesaffären, zutiefst betroffen machte. Magda Goebbels fühlte sich in ihrer Beziehung zum Führer sehr sicher. Also zögerte sie nicht, ihn zu bitten, sich von ihrem Ehemann scheiden zu lassen. Aber was sie nicht vorausgesehen hatte, war, dass diese Entscheidung einen Skandal und einen Makel für das Bild des Nationalsozialismus darstellen würde, das die Regierung vermitteln wollte, und vor allem eine Schande für das Image des Propagandaministers. Hitler sagte einfach nein. Diese klare Antwort überraschte Magda, die verwirrt erkannte, wer sowohl in Deutschland als auch in ihrem Leben das Sagen hatte. Hitler, der sich ganz der Aufgabe verschrieben hatte, Deutschland in ein unbesiegbares Reich zu verwandeln, heiratete erst kurz vor seinem Tod. Magda rivalisierte mit der Verlobten des Führers, um sich als First Lady des Regimes zu etablieren. Sie schaffte es, und das durch ihre eigenen Verdienste. Sie war allgegenwärtig bei den Partys und Feiern, die den Parteikalender füllten, und begann gleichzeitig eine unermüdliche Geburtstätigkeit. Am 22. April 1945, mit der Roten Armee vor den Toren Berlins, baten die Goebbels Hitler um Erlaubnis, ihn in den Bunker zu begleiten. Als Anerkennung für die unerschütterliche Treue, die sie ihm erwiesen hatten, riss er das goldene Parteiabzeichen von seiner Jacke und übergab es Magda. Das sollte der Höhepunkt ihrer Karriere sein und der Vorläufer des Dramas. Am 28. April verschloss er sich in seinem Bunkerzimmer und schrieb an seinen Sohn Harald, der in der Luftwaffe diente: Unsere großartige Idee geht unter. Und mit ihr alles, was Schönes, Bewundernswertes, Edles und Gutes, das ich in meinem Leben gekannt habe. Die Welt, die nach dem Führer und dem Nationalsozialismus kommt, ist es nicht wert, gelebt zu werden. Und deshalb habe ich die Kinder mitgebracht. 2 Tage später erschoss sich Hitler und setzte damit seinem Leben, seinem schrecklichen Regime und dem von ihm selbst entfachten Weltkrieg ein Ende. Magda, kalt wie ein Eisberg, sperrte sich mit ihren 6 Kindern in ein Zimmer. Sie verabreichte ihnen ein Beruhigungsmittel und eine tödliche Injektion. Dem Schlaf folgte der Tod. Die Älteste war 12 Jahre alt, die Jüngste noch keine 5. Stunden später bereitete sich Goebbels darauf vor, sich gemeinsam mit seiner Frau im Garten des Bunkers zu opfern. Er kleidete sich langsam an, setzte entschlossen die khakifarbene Schirmmütze auf und ging mit mehreren Wachen an die Oberfläche. Die Anweisungen waren streng. Nach dem Selbstmord sollten ihre Körper verbrannt werden, damit die Russen sie nicht als Trophäe ausstellen konnten. Der Minister erschoss sich. Magda schluckte eine Ziankali-Kapsel.
Punkt und Ende. Magda Goebbels, geborene Behrendt, adoptiert als Friedländer und Rietschel und geschieden als Quandt, hatte aufgehört zu existieren. Ihre Überreste wurden von russischen Soldaten gefunden und auf dem Gelände des KGB-Hauptquartiers in Magdeburg begraben. Ein Vierteljahrhundert später wurden sie exhumiert und vollständig zu Asche reduziert, die dann in die Elbe gestreut wurde. Niemals hätte sie sich in ihren schlimmsten Träumen ein solches Ende vorstellen können. Ende 1930 war Reinhard Heydrich ein junger Leutnant zur See mit einer vielversprechenden Zukunft in der Reichsmarine. Gut aussehend und sportlich, ein Virtuose auf der Violine und ein guter Tänzer, wurde er von vielen jungen Damen der feinen Gesellschaft in Kiel umworben, die um seine Aufmerksamkeit kämpften. Obwohl er den Ruf eines Frauenhelden hatte, pflegte er seit 1928 eine Beziehung mit der Tochter eines befreundeten Schiffbauunternehmers, der auch mit Admiral Erich Räder bekannt war, mit der er anscheinend, obwohl es nie bewiesen werden konnte, verlobt war. Doch am 6. Dezember 1930, bei einem Ball im Ruderclub Kiel, nach einem gewonnenen Ruderwettbewerb, lernte er eine 19-jährige junge Frau kennen. Er war 26, die sein Leben nachhaltig prägen sollte. Lina Mathilde von Osten. Als Mitglied einer Nebenlinie des kleinen dänischen Adels wurde Lina am 14. Juni 1911 auf der kleinen baltischen Insel Fehmarn, Schleswig-Holstein, geboren. Als Tochter eines armen Schullehrers hatte sie eine bescheidene Kindheit, ohne viele Luxusgüter. Die jüngste der von Osten war eine gut aussehende, entschlossene und etwas sture junge Frau, die nach dem Abschluss der Sekundarschule eine kaufmännische Schule besuchte. Ein Ausweg für Familien, die sich kein Universitätsstudium leisten konnten. Wie der Rest der Familie war sie stark rechtsgerichtet und nationalistisch und folgte damit den Fußstapfen ihres älteren Bruders Hans, Mitglied der Sturmabteilung SA. Nachdem sie 1929 an einer NSDAP-Kundgebung teilgenommen und sich von Hitlers Worten verzaubern lassen hatte, trat sie dieser Organisation bei und widmete sich ihr mit Leib und Seele. Lina und Reinhard verliebten sich hoffnungslos ineinander. Das erste Geschenk des Mädchens an den Marineoffizier war ein Exemplar von Mein Kampf, das er anscheinend nie las. Ihn interessierte nur seine Karriere. Und obwohl er ihre konservativen Ansichten teilte, interessierte er sich nicht für Politik. Nachdem Heydrich aufgrund eines Ehrendelikts aus der Marine entlassen worden war, war er arbeitslos. Obwohl ihm 2 Jahre lang ein Gehalt von 200 Mark aufgrund seiner Laufbahn gewährt wurde. Im damaligen Deutschland einen Job zu finden, war keine leichte Aufgabe und ohne Mittel zu heiraten noch schwieriger. Ihre zukünftigen Schwiegereltern drängten ihre Tochter, ihn zu verlassen, aber sie weigerte sich. Die kluge junge Frau war eine entschlossene Person und setzte alle Hebel in Bewegung, um ihrem Verlobten zu helfen, sich seiner außergewöhnlichen Fähigkeiten bewusst. Sie beschloss, ihn auf einen ihm unbekannten, aber vielversprechenden Weg zu führen. Die Nationalsozialistische Partei. Auf Anraten seiner Freundin, die in den ersten Jahren als sein Führer fungieren würde, trat Heydrich durch einen Familienfreund, Karl von Eberstein, der Nationalsozialistischen Partei bei. Doch zu dieser Zeit war er nur ein Neuling, ohne politische Erfahrung. Als Eberstein erfuhr, dass der Reichsführer Kandidaten suchte, um den Nachrichtendienst der SS zu organisieren, schlug er seinen Freund vor und argumentierte, dass er Offizier im Marine-Nachrichtendienst gewesen sei. Dies war ein Fehler, den niemand bemerkte. Er hatte nur einen Funkkurs absolviert und wusste nichts über Nachrichtendienste. Die Ähnlichkeit zwischen beiden Wörtern tat ihr Übriges. Heydrich wurde am 14. Juni 1931 in der Residenz von Heinrich Himmler in Waldtrudering nahe München, der Hauptstadt der NS-Bewegung, einberufen. Der Reichsführer, von Grippe geplagt, sagte das Treffen im letzten Moment ab. Aber Lina, ahnend, dass die große Chance verpasst werden könnte, entschied, dass sie trotzdem gehen sollten, und sie nahmen den Zug. Obwohl sie mit Skepsis empfangen wurden, fand das Gespräch statt. Als Heydrich sah, dass sein Gesprächspartner weniger über Sicherheitsfragen wusste als er selbst, skizzierte er einen suggestiven Plan mit einer fast professionellen Sprache, gelernt aus Spionageromanen, der den ehemaligen Hühnerzüchter begeisterte. Wenige Tage später, mit Hitlers Einverständnis, wurde Heydrich zum Leiter der SD ernannt.
Lina erklärte Jahre später, sich des großen Schrittes bewusst und der Tragweite ihres Eingreifens, dies war der glorreichste Tag meines Lebens. Unseres Lebens. Das Gehalt war nicht übermäßig, reichte jedoch zum Leben, wenn auch sparsam. Daher entschied sich das Paar zu heiraten. Die Hochzeit fand am 26. Dezember 1931 in der kleinen Kirche von Großenbrode, Schleswig-Holstein statt. Heidrich erschien im Frack und Zylinder und nicht in der SS-Uniform, die alle erwarteten, wie Lina erklärte. Mein Mann mochte die Uniform nicht. Er trug sie aus Pflicht. Er zog es vor, zivil gekleidet zu sein, wenn er nicht im Dienst war. Die Anfangszeiten waren nicht einfach. Sie zogen in die erste Etage eines gemeinsamen Hauses im Münchner Stadtteil Lochhausen, das oft zum Büro wurde. Bald kamen ihre ersten beiden Kinder, Klaus und Heider. Der Leiter des SD war ein unermüdlicher Arbeiter ohne festgelegte Arbeitszeiten, versuchte jedoch, Zeit für seine Kinder freizuhalten. Mit der Zeit, während Heidrich immer höhere Ämter im Nazisystem bekleidete, unterzog er sich einer radikalen Transformation, an der der Einfluss seiner Frau nicht vorbeiging. Er verließ nicht nur die katholische Kirche, sondern umarmte die rassistischen und ideologischen Prinzipien des Nationalsozialismus mit dem Glauben eines Bekehrten. In allen Dingen erschien das Judentum als der Feind, der bekämpft werden musste. Aber im Laufe der Jahre, während er in der Nazi-Hierarchie aufstieg, entfernten sich die Ehepartner voneinander. Heidrich hatte nicht nur immer weniger Zeit für seine Frau, sondern blieb ihr auch stets untreu. Es scheint, dass sie beschloss, ihm mit gleicher Münze heimzuzahlen und mit dem ehrgeizigen und gut aussehenden SS-Hauptsturmführer Walter Schellenberg flirtete. Doch der stets gut informierte Heidrich beendete diese Beziehung sofort, inklusive einer Drohung, und versöhnte sich mit seiner Frau, aus der dann ihr drittes Kind Silke geboren wurde, für das er eine große Vorliebe empfand. Seitdem, und zumindest oberflächlich, schien die Beziehung zwischen dem Paar gut zu laufen, während Lina das Protokoll einer Frau des zweiten Ranges der SS nach Himmler genoss, mit dessen Frau sie sich nicht verstand. Heidrichs kalkulierte und kalte Intervention in der Nacht der langen Messer katapultierte seine Figur und die blonde Bestie, wie Admiral Canaris ihn spöttisch nannte, hörte nicht auf aufzusteigen und wurde zu einer der mächtigsten Figuren des Dritten Reiches. Direktor der Gestapo, Direktor des Reichssicherheitshauptamtes, Präsident von Interpol und schließlich stellvertretender Protektor von Böhmen und Mähren, heutiges Tschechien. Die Konsequenz, mit der er sein letztes Amt ausführte, brachte ihm einen neuen Spitznamen ein. Der Schlechter von Prag. Doch nachdem er jeden Widerstand niedergeschlagen hatte, vollzog er eine überraschende Kehrtwende. Er beruhigte das Land und verbesserte die Bedingungen für die tschechischen Arbeiter. Tatsächlich agierte er wie ein echter Vizekönig und seine Frau wie eine Königin. Es schien, als würde es dem Ehepaar gut gehen. Jedoch beunruhigte die Situation die tschechische Exilregierung, die ein Kommando schickte, um ihn zu töten, in der Erwartung, dass im Falle eines Erfolges die deutschen Vergeltungsmaßnahmen einen Ausbruch des Zorns unter den Einheimischen provozieren würden, was auch geschah. Am 27. Mai 1942 wurde Heidrich Opfer eines Attentats und starb am 4. Juni um 4.30 Uhr an einer Sepsis. Sein Leichnam wurde nach einem prunkvollen Staatsbegräbnis in Prag mit den Ehren seines Staatschefs auf dem Invalidenfriedhof in Berlin beigesetzt, neben dem Grab der größten preußischen Helden. Hitler schenkte der Witwe eine luxuriöse Residenz in der Nähe von Prag, das Anwesen Jungfern Breschan. Dort wurde Marthe, die posthume Tochter von Heidrich, geboren und dort starb sein ältester Sohn Klaus, als er von einem Lastwagen angefahren wurde, während er Fahrrad fuhr. Nach und nach zog sich Linda gelegentlich aus der Öffentlichkeit zurück. Nach Kriegsende floh die Familie nach Bayern und von dort auf die geliebte Insel Fehmarn, wo die Frau den Entnazifizierungsprozess durchlief und die Auslieferungsersuchen der tschechischen Regierung, obwohl sie 1948 in Abwesenheit zu lebenslanger Haft verurteilt wurde, überstand. Lina leugnete bis zum Ende ihres Lebens jegliche Kenntnis von den Verbrechen ihres Mannes und verteidigte seine Ehrenhaftigkeit. Darüber hinaus verkehrte sie in revisionistischen Kreisen und Veteranenvereinen der SS, wo sie als angesehene Persönlichkeit galt. Im Grunde genommen würde sie nie vom Nationalsozialismus abkehren,
und darüber hinaus einen langen Rechtsstreit gegen die Behörden von Schleswig-Holstein führen, um die üppige Pension für die Witwe und Waisen eines Polizeigenerals, der im Einsatz starb, anzuerkennen, in dem sie erfolgreich war. Im Jahr 1965 beschloss sie, ihrem Leben eine Wendung zu geben. Sie heiratete den finnischen Theaterdirektor Mauno Manninen und restaurierte das Familienanwesen auf Fehmarn, das sie in eine renommierte Herberge und Restaurant umwandelte, die von Nostalgikern des Dritten Reichs frequentiert wurde. Das Feuer auf dem Anwesen und der anschließende Tod ihres zweiten Ehemanns im Jahr 1969 vereitelten ihre Pläne und zwangen sie erneut, sich aus dem öffentlichen Leben zurückzuziehen. Als unruhige Person konzentrierte sie sich erneut auf ihren ersten Ehemann und veröffentlichte 1976 ein Buch, das das Ehepaar entlastete und in dem sie ihre Unwissenheit über die Endlösung betonte, die ihr Ehemann auf der Wannsee-Konferenz ausgeheckt hatte. Lina von Osten verstarb am 14. August 1985 auf Fehmarn. Emmy Gül. Emmy Sonnemann, groß, blond und mit einer üppigen Figur, galt als ziemlich naiv. Sie erfüllte daher alle Voraussetzungen, um die perfekte Ehefrau von Hermann Göring zu werden, dem Vertrauten Hitlers und Schöpfer der Gestapo. Nach dem Krieg verteidigte sie sich in einem Interview von 1951, in dem sie darauf hinwies, dass sie eine unpolitische Person sei, und verteidigte auch Göring, der sich mit einer Ziankali-Kapsel das Leben nahm, um der Todesstrafe zu entgehen, indem sie seine Rolle im Dritten Reich mit seinen guten Absichten rechtfertigte. Tatsächlich, im Gegensatz zu Magda Goebbels, einer fanatischen Nationalsozialistin und mehr in der Linie von Eva Braun, der diskreten Geliebten Hitlers, hatte Emmy Göring keine politischen Überzeugungen. Ihr Profil passte sehr gut zu der Rolle, die die Nazis für die Frau in der Gesellschaft des Tausendjährigen Reiches vorsahen. Sie lernten sich Anfang 1932 kennen, als Hitlers Gefolgschaft mit ihm das Kaisercafé besuchte, um Kontakt zu Künstlern zu suchen. Bei einem zweiten zufälligen Treffen im Park von Weimar beichtete Göring ihr unter Tränen den Tod seiner ersten Frau, seiner geliebten Karin. Und Emmy zeigte sich bewundernd und mitfühlend. Das erste Geschenk, das sie von Hermann erhielt, war tatsächlich ein Foto der Verstorbenen. Monate später erklärte Göring ihr per Telegramm von Capri aus seine Liebe und machte ihr im Februar 1935 einen Heiratsantrag, den Emmy mit den Worten »Warum heiraten wir nicht? Der Führer wird unser Trauzeuge sein« in Erinnerung behielt. Sie stimmte zu, dass in Görings neuem Haus im Berlin Kaiserdamm Nummer 34 ein Zimmer ausschließlich zum Gedenken an die Verstorbene eingerichtet werden sollte. Zu diesem Zeitpunkt hatte ihr zukünftiger Ehemann bereits die Konzentrationslager Sachsenhausen und Papenburg errichtet. Aber weder die berufliche Beschäftigung ihres zukünftigen Ehemannes noch seine 150 Kilo Körpergewicht waren ein Hindernis für die Hochzeit, bei der 30.000 Soldaten den Weg vom Hochzeitsort zur Kanzlei in Berlin säumten. Derjenige, der diese Tage Deutschland besucht, wird den Eindruck haben, dass die Monarchie wiederhergestellt wurde, kommentierte der britische Botschafter Erik Phipps das Spektakel. Emmy begann tatsächlich, ihre Rolle bei repräsentativen Aufgaben neben Göring und Hitler zu erfüllen und empfing in Karin Hall, dem Palast, der immer den Namen seiner Vorgängerin behielt, so illustre Besuche wie den von Prinz Pavle von Jugoslawien, König Boris von Bulgarien, Kronprinz Gustav Adolf von Schweden, König Georg von Griechenland oder Herzog von Windsor Charles Lindbergh. Angesichts der Besuche und ihrem privaten Leben blieb Emmy in der Rolle der perfekten, süßen und sanften Naiven, die es genauso natürlich fand, unglaubliche Kunstsammlungen anzuhäufen, wie die Löwenjungen, die ihnen der Berliner Zoo lieferte, sich in ihren Decken zu kuscheln. Die jüdische Journalistin Bella Fromm beschrieb sie mit diesen Worten: Sie ist keine Intrigantin. Sie ist mitfühlend und mütterlich. Eine Art Walküre. Groß und kräftig, aber mit sanftem Charme. Im abschließenden Akt des Ehetheaters verabschiedete sie sich am 7. Oktober 1946 von ihrem bereits verurteilten Ehemann, tröstete ihn und versicherte ihm: Ich werde immer denken, dass du für Deutschland gefallen bist. Emmy Göring starb am 8. Juni 1973 in München, Deutschland. Eva Braun. Es wurde immer gesagt, dass hinter jedem großen Mann eine große Frau steht.
Aber welche Frau können wir hinter dem Mann finden, der den Teufel selbst verkörpert, wie im Fall von Adolf Hitler? Eine Frau namens Eva Braun. Am 6. Februar 1912 geboren, hatte Eva eine idyllische Kindheit. Sie war ein sportbegeistertes Mädchen und mochte Westernromane. Aber alles änderte sich für Eva im Oktober 1929, als sie in der Werkstatt des persönlichen Fotografen von Adolf Hitler, Heinrich Hoffmann, arbeitete. Es war üblich, dass Hitler das Geschäft besuchte, um seinen Parteifreund zu sehen. An einem Nachmittag, als sie dort seit ein paar Wochen arbeitete, erregte die junge Frau sofort die Aufmerksamkeit des zukünftigen Führers. In einem Brief an einen Verwandten erklärte Eva Braun, dass sie Hitler als einen etwas älteren Herrn, damals etwa 40 Jahre alt, mit einem lustigen Schnurrbart sah. Hitler sprach freundlich mit Frauen und begann ihre Beziehung mit den Worten: "Darf ich Sie, Fräulein Eva, ins Opernhaus einladen?" Natürlich überprüfte der zukünftige Völkermörder zuvor Evas Stammbaum, um herauszufinden, ob sie jüdische Vorfahren hatte. Die Beziehung zwischen den beiden Liebenden war nicht einfach. Dies zeigen die beiden Versuche von Eva, sich das Leben zu nehmen. Der erste Versuch war 1932, während der anstrengenden Wahlkampftour von Hitler, um an die Macht zu kommen, bei der er bis zu 4 Reden pro Tag hielt. Eva fühlte sich allein und schoss sich in die Brust mit der Pistole ihres Vaters, um Hitlers Aufmerksamkeit zu erregen. Der zweite Versuch erfolgte 1935, als Hitler bereits die absolute Macht in Deutschland erlangt hatte. Dieses Mal mit Schlaftabletten. Die Gründe waren dieselben. Eva Braun fühlte sich einsam und verlassen. Hitlers Reisen waren häufig. Sie verbrachten nur wenige Tage zusammen und er beachtete ihre Beschwerden nicht. "Wenn ich vor 10 Uhr abends keine Antwort habe, werde ich meine 25 Pillen nehmen", drohte sie einmal. Obwohl Hitler begann, mehr Aufmerksamkeit auf Eva zu richten, blieb ihre Rolle diskret. Nur ein sehr kleiner Vertrauenskreis wusste von ihrer Beziehung zu Hitler. Man könnte sagen, dass Eva Braun im Schatten des Führers lebte. Obwohl Frauen eine untergeordnete Rolle im Leben Hitlers und im Naziregime im Allgemeinen spielten und die Führungsebene ausschließlich aus Männern bestand, waren Frauen in der Politik des Führers nicht unerlässlich. Der Ausbruch des Krieges veränderte das Leben von Eva Braun erheblich in der Residenz Berghof, besser bekannt als die Wolfsschanze, in den Bergen von Obersalzberg. Dies wurde 1941 zum Hauptquartier, wo alle Operationen an der Front diskutiert wurden. Die ständigen Besuche von Militärs in der Villa nahmen zu und die Zeit für Privatleben verschwand fast vollständig. Hitler verbrachte Monate damit, die Fronten zu besuchen und den Kampf zu leiten. Eva glaubte, dass nach der Niederlage des Kommunismus und dem Abschluss eines Vertrags mit England der Frieden kommen würde, wie sie es in mehreren ihrer Briefe festhielt. Das Ende des Krieges zu sehen und zu der Ruhe zurückzukehren, die Deutschland in eine außergewöhnliche kulturelle Entwicklung gebracht hatte. Im Jahr 1942 verbrachte Hitler wenig Zeit in Obersalzberg. Aber wenn er dort war, fotografierte und schuf Eva Braun eine familiäre Atmosphäre. Sie ertrug die Trennung, die der Krieg verursachte, nicht, wie sie in ihrem persönlichen Tagebuch festhielt. "Das Wetter ist herrlich und ich, die Geliebte des größten Mannes Deutschlands und der Welt, muss zu Hause sitzen und aus dem Fenster schauen." Die Seiten dieses Tages enden mit den Worten: "Mein Gott, wenn er mir nur antworten würde. Ein einziges Wort, nach 3 Monaten Abwesenheit." In Goebbels Tagebüchern heißt es am 25. Juni 1943 über Eva: "Sie ist sehr gebildet. Ihr Urteil über künstlerische Fragen ist von großer Intelligenz und Reife. Sie ist eine große Stütze für den Führer." Der Krieg ging für Deutschland von schlecht zu schlechter. Auch Hitlers Gesundheit verschlechterte sich und Eva Braun verfasste ein Testament, in dem sie erkannte, dass das Ende nahe sein könnte. Am 16. Januar 1945 zog Hitler in seinen Bunker in Berlin und Eva Braun folgte ihm. Mit der russischen Armee vor den Toren der Hauptstadt probte Eva mit ihrer Pistole, falls sie sich erschießen müsste, wenn die Russen überraschend in den Bunker einfielen, wie sie in einem ihrer Briefe ausdrückte. "Die Sekretärinnen und ich schießen jeden Tag mit der Pistole und wir haben solch eine Meisterschaft erreicht, dass kein Mann es wagt, sich mit uns zu messen." Nachdem der Krieg als verloren erklärt wurde, befahl Hitler allen, einschließlich Goebbels und Eva Braun, den Bunker zu verlassen und an einen sicheren Ort zu gehen. Aber keiner von beiden wollte den Führer verlassen. Hitler gab den Befehl, alle Dokumente im Bunker zu vernichten
aber ein Teil von Evas Tagebuch überlebte das Feuer und fiel schließlich in die Hände der amerikanischen Armee. Adolf Hitler verfasste sein privates Testament, nachdem er Fläschchen mit Zyankali an diejenigen verteilt hatte, die im Bunker verblieben waren. Doch bevor er den Inhalt der Fläschchen zu sich nahm, entschied er sich, Eva am 29. April 1945 zu heiraten. In Anwesenheit der verbliebenen Offiziere und Führer fand eine einfache Zeremonie statt, bei der Hitler seiner Verlobten einen eilig geschmiedeten Ring übergab. Doch der Ring erwies sich als zu groß für die Empfängerin. An diesem Tag wurde auch Hitlers Schwager, Hermann Fegelein, erschossen, der mit Gretel Braun, der Schwester von Eva, verheiratet war. Gretel und Fegelein hatten am 3. Juni 1944 in Obersalzberg geheiratet, mit Hitler als Ehrengast. Die Namen der Trauzeugen ließen keinen Zweifel an der Position des blonden SS-Generals aufkommen. Heinrich Himmler und Martin Bormann. Weniger als ein Jahr später kämpften sowjetische Truppen gegen die deutschen Truppen um jede Straße von Berlin. Das Dritte Reich brach zusammen. Hinter Hitlers Rücken versuchte Himmler mit den amerikanischen und englischen Verbündeten einen separaten Frieden auszuhandeln, der Deutschland vor der Roten Armee retten sollte. Die offizielle Version besagt, dass Fegelein an diesem Manöver beteiligt war und dass er, entdeckt, auf Befehl Hitlers zwischen dem 28. und 29. April 1945 festgenommen und hingerichtet wurde. Der Mann, der ihn getötet haben soll, laut dieser Version, war der Assistent des Leiters der persönlichen Leibwache des Führers, Johann Rattenhuber. Allerdings erzählten zwei hochrangige Nazi-Offiziere eine andere Geschichte. Laut Heinzlinge und Otto Günsche bestrafte Hitler Fegelein, indem er ihn in die SS-Kampfeinheit schickte, die von Günsche befehligt wurde, wo er kämpfen würde, um seine Treue zu beweisen. Günsche berichtete, dass er verblüfft war, als Bormann ihm den Befehl übermittelte. Die Strafe für Deserteure, 4 Tage zuvor von Hitler selbst verfügt, war der Galgen und die Ausstellung der Leiche mit einem Schild, auf dem stand, gehängt, weil er die Befehle des Führers nicht befolgt hatte. Günsche sagte Bormann, dass er diesen Befehl nicht ausführen würde, bevor er nicht persönlich mit Hitler gesprochen hätte. Nach seiner Erzählung empfing der Führer ihn in Anwesenheit von Eva Braun, die untröstlich weinte und um Gnade für ihren Schwager flehte. Schließlich, so erzählte Günsche, befahl mir Hitler, Fegelein zu degradieren und ihn in einem von Mohnke geleiteten Tribunal zu übergeben. Mohnke konsultierte das Militärgesetzbuch und stellte fest, dass kein Offizier vor ein Kriegsgericht gestellt werden durfte, wenn er nicht bei vollem Bewusstsein und geistig gesund war. Daher entschied er, dass Fegelein nicht vor Gericht gestellt werden konnte und übergab ihn wieder der SS-Haft. Danach habe ich nie wieder von ihm gehört, sagte er. Und die Leiche von Hermann Fegelein, falls der Mann tatsächlich tot war, wurde nie gefunden. Am 30. April 1945 betraten Hitler und Eva Braun Hitlers Büro. Dort erhielt Eva eine Dosis Zyankali und eine Pistole. Hitler wiederum kaute auf einer Zyankali-Kapsel herum und erschoss sich dann selbst. Eva schaffte es nicht, die Waffe abzufeuern und starb schließlich im Alter von 33 Jahren an einer Vergiftung. Das Bunkerpersonal brachte die Leichen in den Garten des Kanzleramtes, wo sie verbrannt wurden. Als die sowjetische Armee Berlin einnahm und den Bunker stürmte, fanden sie die teilweise verbrannten Überreste ihrer Gegenspionageabteilung der Sowjetunion in Magdeburg, Ostdeutschland, zusammen mit den Leichen von Josef und Magda Goebbels und ihren 6 Kindern. Am 4. April 1970 exhumierte ein Team des sowjetischen KGB unter strenger Geheimhaltung 5 hölzerne Särge mit den verbleibenden Überresten der Körper. Sie verbrannten sie, zermalmten die Überreste und warfen die Asche in den Biederitzfluss, einen Nebenfluss der nahegelegenen Elbe. Weiter geht es mit dem Interview mit Lina Heydrich, Ehefrau von Reinhard Heydrich. Ich möchte Ihnen ein paar Fragen zu Ihren Erinnerungen an das Dritte Reich und den Krieg und an Ihren Mann Reinhard stellen. Ja, fragen Sie ruhig. Ich bin bereit, mit Ihnen zu sprechen und Ihnen zu sagen, woran ich mich erinnere. Ich habe gehört, Sie waren frühes Parteimitglied und haben Ihren Mann ermutigt, der SS beizutreten? Ja, ich hatte einen Bruder, der sich darüber aufregte, was aus seiner Nation wurde. Und die Nationalsozialisten hatten die Vision und die Antworten, um Deutschland zu retten. Er ermutigte mich, Literatur zu lesen und zu einer Rede zu gehen. Ich habe Hitler persönlich getroffen und war sehr beeindruckt.
Ich wusste, dass das, was er sagte, richtig war. Es stimmt, dass ich in die NS-Partei eingetreten bin. Und als ich meinen früheren Mann kennenlernte, habe ich ihn ermutigt, eine Karriere bei der SS anzustreben. Die Roten in Deutschland wurden hauptsächlich von Juden angeführt und waren sehr grausam zu den frühen Parteimitgliedern. Sie warfen Bomben auf Häuser, griffen SA-Männer an und töteten viele. Auch ich hatte mit ihnen zu tun. Sie versuchten, Parteimitglieder aus ihren Jobs zu entlassen, schikanierten und bedrohten sie. Die SA musste hart sein, um das zu bekämpfen, und sie machte ihre Sache gut, denn die meisten waren ehemalige Soldaten und konnten kämpfen. Die SS wurde gegründet, um Redner vor Schaden zu bewahren. Diese Banden kamen, um Gespräche und Treffen zu stören. Woran erinnern Sie sich bei Himmler? Der Reichsführer SS Himmler war ein Träumer. Er hatte eine Vision von einer großen neuen Welt. Eine, in der die germanischen Völker sicher und geborgen waren. Ich erinnere mich, dass er sehr freundlich war und sich immer darum kümmerte, dass die Ehefrauen und Familien seiner Männer gut versorgt waren, besonders wenn sie fielen. Er schuf eine Truppe, die eine edle Ritterschaft aus tapferen, ehrenhaften und loyalen Männern war. Das Einzige, was mich störte, war seine Ehe, in der er unglücklich war und seine hübsche Sekretärin suchte, die jünger war. Aber das scheint in allen Gesellschaften üblich zu sein, besonders in der heutigen. Zu seiner ersten Frau unterhielt er ein sehr gutes Verhältnis und behandelte sie sehr gut. Er verstand, dass ein Krieg gegen die germanischen Blutlinien geführt wurde. Und er setzte sich dafür ein, ihn zu beenden und den Schaden rückgängig zu machen. Es hat mir sehr gefallen, seine Ideen und Visionen zu hören. Wenn Deutschland den Krieg gewonnen hätte, sehen wir jetzt eine völlig neue Welt. Wie das? Himmler verstand, dass es eine Rasse von Menschen gibt, die wir Juden nennen, die aktiv versuchen, die Blutlinien der arischen Menschen durch Verunreinigung der Rassen zu zerstören. Sie führen diesen Krieg seit einigen tausend Jahren und unser Volk ist sich dessen überhaupt nicht bewusst. Die Intellektuellen stellen die Rasse heute so dar, als sei sie unwichtig, und jeder, der dafür eintritt, eine Rasse unbefleckt zu lassen, ist ein böser Mensch. Die SS wollte, dass die germanischen Völker Europas ein Leben genießen, in dem ihre Rasse alles ist und das Überleben garantiert ist. Deshalb sind so viele Europäer zur SS gekommen, weil sie begriffen haben, dass der jüdische Marxismus eine wachsende Gefahr darstellt und versucht, die unwissenden Massen zu benutzen, um sozusagen ihren eigenen Selbstmord zu begehen. Er benutzt die Menschen als Sklaven des Systems. Und wenn sie dann wehrlos sind, werden sie gezwungen, alle Rassen in ihre Sphären aufzunehmen, die sie schließlich überflügeln und ersetzen werden. Das war die Mission der SS, die Umkehrung der diese Mentalität zu überwinden und den Nationen viele gesunde europäische Kinder zu schenken. Das bedeutet nicht, dass man defekte Menschen tötet, wie behauptet wird, sondern dass man selektiv züchtet, um sicherzustellen, dass der Partner gesund und frei von Defekten ist. Dies garantiert eine gesunde Blutlinie, die das Leben für alle leichter macht. Es war traurig, Sanatorien zu besuchen, in denen defekte Kinder einfach als unerwünscht abgesetzt wurden, weil unverantwortliche Eltern nicht darüber nachdachten, was das Ergebnis der Paarung sein würde. Hat Ihr Mann das auch geglaubt? Ja, das hat er. Wir wuchsen in einer Welt auf, in der man sich keine Gedanken über das Blut Europas machte. Man hielt es immer für selbstverständlich, dass unsere Blutlinien niemals in Schwierigkeiten geraten würden. Der Erste Krieg zeigte, dass es dazu kommen konnte. Und einige schlugen Alarm, dass das heilige Blut Europas vor den äußeren Einflüssen der Juden und der Horden, die sie in die Nationen bringen, in denen sie sich niederlassen, geschützt werden müsse. Mein Mann sah das sehr wohl und war in diesem Punkt mit dem Reichsführer SS Himmler völlig einig. Er hatte Mitleid mit den Kindern, die er sehen würde, und drängte auf Aufklärung über Genetik und weise Entscheidungen, wenn es darum ging, Kinder zu gebären. Leider ist nicht jeder gesund genug, um gesunde Kinder zur Welt zu bringen. Und wenn Kinder nicht gesund geboren werden, leiden die Menschen darunter, für sie zu sorgen. Daher ist es unfair, das eigene Volk wegen seiner unkontrollierten Triebe zu belasten. Genetik ist alles für ein gesundes Volk. Wenn ich eine schwierige Frage stellen darf, ich habe gelesen, dass Ihr Mann umgebracht wurde, weil er so schlecht zu den Menschen in der Tschechoslowakei war. Nein, das Gegenteil ist die Wahrheit. Ich war dort,
und obwohl mein Mann mich nie in seine Geschäfte einbezogen hat, habe ich gesehen, wie die Menschen behandelt wurden und wie sie sich verhielten. Als mein Mann zum Beschützer ernannt wurde, bedeutete das genau das, was das Wort bedeutet, nämlich zu beschützen. Als er in diese Position kam, war er entmutigt, dass das NS-Deutschland zu anderen Nationen freundlich war, aber die Tschechen nicht genauso behandelt wurden, da ihre früheren Führer antideutsch waren. Er setzte sich dafür ein, dies zu ändern, indem er bessere Rationen, Arbeitsbedingungen, bezahlten Urlaub und Reisen, weniger Kontrolle und einen besseren Zugang zu ihm anordnete. Er wollte, dass die Menschen Deutschland zum Sieg verhalfen und versicherte ihnen, dass ihre Stimme gehört werden würde. Das funktionierte, denn die Produktion stieg sprunghaft an und Sabotage gab es nicht mehr. Es ist eine große Lüge, dass er getötet wurde, weil er schlecht war. In Wahrheit wurde er getötet, weil er so gut war und die Menschen ihn mochten. Die Alliierten, die die Tötung genehmigten, nutzten die Gelegenheit, einen hohen Beamten zu töten, was gegen die Kriegsregeln verstieß. Die Kommunisten wurden von den Engländern ausgebildet und eingeschleust. Die Trauer und Unterstützung der Prager Bevölkerung ist nicht zu leugnen. Lange Schlangen nahmen Abschied. Hätten sie das auch getan, wenn er ein Henker gewesen wäre, wie die Sieger behaupteten. Ich kann mich an viele Taten des Mitgefühls und der Nächstenliebe erinnern, die mein Mann den Menschen gezeigt hat. Er wollte immer ein gutes Beispiel für den NS in Aktion zeigen. Ich erinnere mich an eine Geschichte, die mein Mann mir erzählte. 1939 wurde die Tochter einer tschechischen Familie von einem Polen vergewaltigt, der zwar verhaftet, aber nach polnischem Recht angeklagt und inhaftiert wurde. Sie kamen zu meinem Mann und baten ihn, sich nach deutschem Recht vor Gericht zu stellen, da Deutschland das Gebiet kontrollierte, in dem der Überfall stattfand. Mein Mann überprüfte den Fall und wies dann die Polizei in der Gegend an, den Vergewaltiger nach deutschem Recht zu entfernen und hinzurichten. Die Familie dankte ihm mit Blumen und Geschenken und teilte ihm mit, dass ihre Tochter nun nicht mehr in der Angst leben müsse, dass ihr Angreifer noch am Leben sei. Was ist mit Lidice und all den Todesfällen, die nach seiner Ermordung geschahen? Ich habe den Namen erst nach dem Krieg gehört. Soweit ich weiß, gab es in der Tschechoslowakei eine kleine Gruppe, die sich der deutschen Herrschaft widersetzte, und man nennt sie Partisanen. Ein Teil der Gruppe fuhr nach England, um Geld und Material für das Attentat zu besorgen, und lagerte das, was sie mitbrachten, in Lidice. Die Einwohner der Stadt wussten alle, dass sie dort waren und was sie taten. Sie versprachen den Menschen, dass die Alliierten kommen würden, um ihnen zu helfen, und dass die Deutschen bald weg sein würden. Die Einwohner der Stadt halfen ihnen illegal und versteckten sie. Keiner meldete sich bei der Polizei. Sie ließen zu, dass alliierte Waffen und Kommunikationsmittel in ihren Häusern versteckt wurden. Sie wurden zu Francs-Tireurs, weil sie passiv oder aktiv illegale Operationen gegen die Regierung unterstützten. Die Männer wurden erschossen, die Frauen kamen ins Gefängnis. Deutsch. Die Polizei war mit der harten Realität der Terroristen auf dem Balkan und an der Front konfrontiert. Die Maßnahmen mussten hart sein, um weitere Anschläge zu verhindern und die Schuldigen zu bestrafen. Nach dem, was ich von anderen SS-Männern gehört habe, waren die Terroristen, die sie bekämpften, sadistische Mörder, die oft Unschuldige töteten, um ein Zeichen zu setzen. Ich finde es interessant, dass diese Menschen heute als Helden gefeiert werden und Parks und Straßen nach ihnen benannt werden. Wenn die Welt nur die Wahrheit wüsste, würde sie sie verachten und verurteilen. Glaubte ihr Mann wie Reichsführer SS Himmler an Religion und heidnische Bräuche? Wenn ich Ihre Frage richtig verstehe, hat mein Mann in Bezug auf die Religion wie Himmler gedacht? Ich werde sagen, dass mein Mann ein Christ und ein SS-Mann war. Ich werde versuchen, das zu erklären. Die SS war eine Einheit, die auf der Liebe zum Volk, der Verehrung der Vergangenheit und der Ehrung unserer Herkunft beruhte. Ein Thema, mit dem sich der Reichsführer SS Himmler stundenlang beschäftigte, war die Frage, woher wir kamen. Wie kommt es, dass fast die ganze Welt von nur einer Rasse erobert und beeinflusst wird? Was macht diese Rasse so besonders? Zu diesem Zweck wurde das Ahnenerbe gegründet und die SS unterstützte es.
Ich hoffe, dass die Expeditionen des Ahnenerbes eines Tages die Aufmerksamkeit bekommen, die sie verdienen. Ich habe Gerüchte über arische Mumien im Orient, in Ägypten, in Amerika und überall auf der Welt gehört. Diese sind älter als die Geschichte der sogenannten Ureinwohner. Die SS wollte beweisen, dass unsere Rasse ihre Anfänge in den Gebieten Persiens hatte, sich aber über die ganze Welt ausbreitete. Die Verbindung zu heidnischen Symbolen ist nur aus Respekt vor den Vorfahren, die nach Europa kamen und große fortschrittliche Gesellschaften bildeten. Germanische Völker sind die treibende Kraft fast aller großen Entdeckungen. Also ehren wir ihre Symbole, weil dies unsere Vergangenheit war. Eine Lüge, die heute in Deutschland von den Kirchen verbreitet wird, ist, dass die SS die Religion hasste und die Kirche verfolgte. Das ist falsch. Es gab eine seltsame Verbindung zwischen der heidnischen Vergangenheit Deutschlands und der christlichen Gegenwart. Einige in der SS wollten nur an die Vergangenheit anknüpfen und das Christentum als jüdisches Märchen ablehnen. Der Reichsführer SS Himmler stellte jedoch die Frage, ob die Juden von heute vielleicht nicht dieselben Menschen sind, von denen die Bibel spricht. Vielleicht sind sie Lügner und Betrüger, die die Identität der wahren großen Rasse des Schöpfers gestohlen haben. Die SS war nicht religionsfeindlich. Wir besuchten oft Gottesdienste, wie fast alle SS-Männer. Was wir ablehnen, ist der jüdische Einfluss auf unsere Religion und Geschichte. Davor hat Martin Luther gewarnt, dass die Juden vor langer Zeit versucht haben, die frühe Kirche zu übernehmen und zu beeinflussen. Mein Mann kämpfte mit einigen Gemeindemitgliedern, die das einfach nicht verstehen konnten, denn für sie waren die Juden ein auserwähltes, beschütztes Volk, dem es egal war, ob es in der Kirche lebte oder nicht. Wie böse sie auch waren, der Schöpfer hat sie dennoch über alles gestellt. Was für ein Irrsinn zu denken, dass ein so hässliches und hasserfülltes Volk ein auserwähltes Volk sein könnte. Sie blieben in Kontakt mit ehemaligen SS-Kameraden? Ja, die SS kümmert sich immer um die Iren, so gut wir können. Mein Mann hatte sehr treue Freunde und Kameraden. Er war wegen seiner Freundlichkeit und seiner direkten Art sehr beliebt. Ich weiß, dass es manchmal schwierig war, für ihn zu arbeiten. Aber er wurde immer respektiert. Ich würde jeden ehemaligen SS-Mann unterstützen, der es brauchte. Mein Mann hatte ein Gasthaus an der Nordsee und ich habe dort viele Kameraden bewirtet. Ich glaube, es wurde wegen seines politischen Charakters niedergebrannt. Mit vielen Freunden meines Mannes stehe ich noch in Kontakt, aber leider ruft die Zeit immer mehr von ihnen in die nächste Welt. Ich war immer beeindruckt von den vielen, die dem NS und Himmler die Treue hielten, selbst als die Alliierten dies zu einem Verbrechen machten, das mit dem Tod bestraft wurde. Auch heute noch gibt es ein starkes Band, das Drohungen und Hass nicht brechen können. Der Führer wäre stolz darauf, dass so viele dem NS und unserem Glauben an ihn treu geblieben sind. Wie war das Ende des Krieges für Sie? Schrecklich. Das sind einige meiner schlimmsten Erinnerungen. Manchmal bin ich froh, dass mein Mann den Untergang dessen, was er mit aufgebaut und geliebt hat, nicht miterlebt hat. Aufgrund der Ermordung meines Mannes gewährte der Führer meiner Familie eine Erbschaft. Am Ende des Krieges kamen die Rotten und ich wurde vor den entsetzlichen Gräueltaten gewarnt und floh mit anderen. Es war beängstigend, denn die Flugzeuge bombardierten die Flüchtlinge und ich hatte meine Kinder bei mir. Als das Militär völlig zusammenbrach, zogen auch Partisanen in das Gebiet ein. Und diese Banden ermordeten viele Soldaten. Ich hatte das Glück, ins Reich zu kommen, aber die Alliierten verhafteten mich, weil ich die Frau eines Kriegsverbrechers war. Verspottet und schikaniert von ehemaligen Deutschen, die geflohen waren und als Dolmetscher oder Wächter für die Alliierten zurückkamen, war meine Erfahrung. Ich war gezwungen, Filme zu sehen, in denen die Lager gezeigt wurden, und ich war schockiert von dem, was ich sah. Ein SS-Arzt erklärte mir jedoch, dass die Alliierten die Insassen in den Lagern indirekt töteten, weil die Versorgung der Lager zusammenbrach. Schmutzige Häftlinge aus dem Osten infizierten die Lager Ende 1944, Anfang 1945 und die Folge war Typhus, den selbst die Alliierten nur schwer in den Griff bekamen. Mit Propagandatricks wurde den Menschen vorgegaukelt, dass es eine staatliche Politik des Tötens gab und dies war der Beweis dafür. Sie behaupteten, mein Mann hätte das alles ausgelöst, aber ich wusste, dass er dazu nicht fähig war. Er mochte die meisten Juden nicht und sagte,
Man solle sie dorthin umsiedeln, wo sie herkamen, damit die Welt in Frieden leben könne, aber niemals töten. War Ihr Mann jemals anderer Meinung als Himmler? Oh ja, es gab Zeiten, in denen er über einige der Ideen des Reichsführers SS Himmler, über Ehe, Religion und die Kriegsführung sprach. Meistens waren sie jedoch einer Meinung und vertraten dieselben Überzeugungen. Der Reichsführer SS Himmler regte sich aber immer auf, wenn mein Mann zum Beispiel bei einem Abendessen nicht auf seine Ideen eingehen wollte. Er wollte das Gespräch immer auf Musik oder etwas Fröhliches lenken. Wie ich bereits erwähnte, war Reichsführer SS Himmler ein Träumer und Visionär. Er wollte, dass jeder wusste, was seine Pläne waren, um die Existenz Deutschlands und damit die germanische Kultur zu sichern. Himmler glaubte an Reinkarnation und hielt sich für König Heinrich, eine Vorstellung, die mein Mann für möglich hielt. Niemand weiß wirklich, was das nächste Leben bringen wird. Also ist es manchmal gut zu träumen.